seit 1838 fährt die Eisenbahn in Österreich. Genauso lange macht übrigens Christlohner auch schon die Durchsage an den Bahnhöfen. Gut, sicher, diese erste Eisenbahn, das war eine Dampflokomotive, langsam, unzuverlässig, es hatte Verspätung, aber genauso ist die Bahn ja auch heute noch und zumindest fährt sie und ist somit eine Konstante in einer Zeit voller Wandel. Auch wenn das Einzige, was heute bei der Eisenbahn noch mit Dampf fährt, der Lokführer ist. Ein Hoch auf die Eisenbahn, Long Train Running. Where would you be right now?